Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode hier von unseren guten alten Freunden, dem Pausenclown oder so ähnlich, darf man doch sagen. Wir sind hier zu Back to the Future, die Episodensaga. Ich glaube, ist es hier, glaube ich, Episode 3 oder so? Könnte gut hinkommen, ich weiß nämlich nicht genau. Wir sind nun hier und sollen irgendwie unseren Vater dafür, ja, nicht bestrafen, sondern eher ablenken, damit, glaube ich, die Mutter etwas uns sagen kann, das sie eigentlich so nicht sagen dürfte. Und nun, was ist denn los? Mit dir pausenlos den Bildschirm? Ja, aber gut, hier kommt der kleine Kerl angerollt. Wir müssen kurz, tut mir leid, meine Brille. Die ist ein bisschen problematisch, meine Brille. Die hat oben, also hier zwischen den Dingern, links und rechts Risse drin. Ich muss da ein neues Gestell besorgen und jetzt bin ich sacht und behutsam. Echt behutsam, denn irgendwie, kann da eventuell zu Bruch gehen und da haben wir eigentlich ein kleines Problem. Wenn das Ding zu Bruch geht, dann bin ich natürlich hinüber. Ich kann zwar sehen ohne Brille, gar kein Problem. Aber wirklich, ich glaube nicht so recht. Aber gut, wir haben ihn gestartet. Was können wir denn machen überhaupt? Ach, was ist passiert? Was zum Teufel sehe ich da? Ja. Nun, hat sich Lorraine also verpisst oder verkackt oder was auch immer. Denn die ist jetzt, wo ist sie überhaupt hin? Lorraine? Hallo? Lorraine? Warte mal kurz. Die ist ja da, oder? Die ist da. Ach, jetzt geht sie erst rein? Munitionskiste mal eine Runde nehmen. Verschlossen. Shit, können wir das Ding anspissen? Sie hat einen Fleck vergessen. Naja, dann können wir also nicht anpissen. Aber jetzt mal, jetzt so kuscheln sie oder was da hinten? Guck, jetzt, naja. Okay, okay. Willkommen bei Supmo, wo die Suppe einfach... Oh, du bist's. Naja. Hoffentlich ist es wichtig, McFly. Leech, war das Jennifer? Nun, A, geht dich das nichts an? Und B, ist sie ganz offensichtlich nicht mehr dein Mädchen. Ja. Okay. Diese Zeitachse widert mich echt an. Ja, so schlimm war auch nicht. Wo sind die Gratisproben? Hier, ich bewahre sie hinter der Theke auf. Die sind ja schimmelig. Oh Gott. Wenn du kotzt, musst du es aufwischen, Memme. Ich krieg das einfach nicht runter. Nicht mein Problem. Wieso sind die Proben hinter der Theke? Ich kann sie nicht offen stehen lassen. Ein HUND streunt hier rum. Er versucht ständig, sie sich einzuverleiben. Dabei fällt schon mal das Tablett auf den Boden. Ein Hund? Moment, diese Proben lagen nicht etwa auf dem Boden, oder? Himmel, McFly, keine Panik, sie sind frisch. Die meisten. Was heißt die was meisten? Was ist das denn für ein Zeug? Das sind die Leber-Erbsen-Sojakäse-Hotdogs. Igitt? Wir alle beide Arschkriecher. Was bitte sehr? Was ist das denn für ein Zeug? Das sind die Leber-Erbsen-Sojakäse-Hotdogs. Igitt? Wir alle beide Arschkriecher. Naja. Bist du etwa erkältet? Das ist eine Allergie. Ich könnte wetten, dass hier irgendwo ein Hund ist. Ein Hund? Ja. Der blöde Köter wollte schon meine Gratisproben klauen. Naja, wenn das so ist. Bist du dir sicher, dass hier irgendwo ein Hund ist? Hör zu, Klugscheißer. Ich bin nur auf zwei Dinge allergisch. Hunde und Disco. Und bum 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 höre ich gerade nicht, du? Nein. Dann ist es ein Hund. Da hört bum bum bum. Was steht auf der Karte? Suppe. Nur Suppe? Und mehr. Mehr Suppe? Und was fällt unter die Kategorie mehr? Wir haben ganz falschen Hasen. Hergestellt aus texturiertem Weizenprotein. Igitt, nein, danke.
Und was fällt noch unter die Kategorie Meer? Da ist noch der Humburger. Gemacht aus geröstetem und gepresstem Humus. Gibt es hier auch richtiges Fleisch? Definiere richtig. Irgendwas Essbares? Ich trau mich kaum zu fragen. Was habt ihr noch für Nicht-Suppengerichte? Irgendwas Essbares? Nun, wir haben noch Erbsen-Leber-Sojakäse-Hotdog. Das ist neu, deshalb gibt's das gratis zum Probieren. Willst du einen? Ja, eigentlich schon. Gut. Haben wir alles schon gemacht, außer das hier, ne? Du und Jennifer? Wirklich? Oh, ist der kleine Nerd etwa eifersüchtig? Ja, schon. Und etwas angewidert. Das ist wahrscheinlich die Suppe. Klar ist es. Klar ist es hier. Ich glaube, Besser du behandelst Jen mit Respekt, Leech. Hey, ich behandle Jennifer nur mit Respekt. Genauso wie ihre Augen, ihre Kurven, die Art, wie sie sich wendet, wenn sie... Hey! Nun, dieser Idiot, der sie hat gehen lassen. Vor dieser Flasche habe ich keinen Respekt. Von uns? Na gut, wir haben nichts mehr zu tun mit ihm. Bis bald. Richtig später. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Brich ein paar Regeln, freude dich mit einem... Was? Nochmals. Freu dich mit einem streunenden Hund an. Wo ist denn das? Wo? Hey, da ist dieser räudige... Der... Hund. Schnapp mit dir, McFly. Okay, gut. Wir schnappen mal eine Runde. Du weißt schon, was... Lalalala, wir stehen nicht hinten dran. Lalala. Und kommen wir jetzt hier hinten durch? Wir müssen hier durchgehen. Wir müssen. Er muss sich hier irgendwo verstecken. Irgendwo ist gut. Das ist offenbar schnell gesagt. Irgendwo. Kühlschrank? Bleib, wo du bist. Wo das auch sein mag. Da. Keine Spur von ihm. Und er ist wieder rausgeflogen. Wir müssen jetzt nach rechts. McFly? Meine Sprühdose. Oh. Idiot. Hey! Nach links! Nein, er ist wieder hinten. Du komm, geh mal ran, du Arschgesicht. Wieder nach hinten. Okay, wir gehen zur Holz oder zum Holzbrett oder was auch immer hier. Ja, bevor er hier was wieder macht. Wo könnte er sich verstecken? Ich weiß nicht. Ob wir vielleicht unter dem Holz suchen sollen? Oder irgendwo anders? Das ist jetzt die Frage. Du hier, Aini? Oder wie du jetzt auch heißen magst. Der war jetzt da? Keine Spur von ihm. Solange es nicht zwingend nötig ist, will ich nicht im Müll... Doofkopf. Gut, komm. Dafür ist er zu clever. Mit der Sprühdose? Na, schau mal. Ich hab doch gewusst, mit der Sprühdose machen wir irgendwas. Baby Fist ist auch gut. Oder First? Ich glaube Fist. Doch, Fist. So. Solange es nicht zwingend... Dann halt nicht. Wir sprühen mal das Holzbrett ein. Da würde es besser aussehen. So. Das Holzbrett ist gut. Wir rennen oder wir laufen und wir torkeln wieder hinaus. Eine geht rein. Oder sollte mal reingehen. Und nun hat er
das Holzbrett vergessen. Hm? Ich glaube schon. Wir haben das nicht vergessen, aber wir haben ja... Komm wieder hoch, komm wieder... So rum. Da siehst du? Und wir sind doch schon ein bisschen schlauer als gedacht. Nur ein ganz kleines bisschen. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Eini ist hier, gefunden. Da war ich wohl schlauer, was? Ach, sei doch nicht so, Eini. Einstein? Heißt du auch in dieser Zeit geraten so? Nee, Zweistein. Natürlich. Guck mal, Eini, ich habe hier was für dich. Guter Junge, jetzt halt still. Siehst du? Ich bin doch nicht so schlimm, oder? Oh! Dann bist du wohl auf meiner Seite. Wenn es nur immer so einfach wäre. Ja, wenn es nur immer so einfach wäre. Was ist los, Kleiner? Einstein, warte! Nein! Tollwut! Tollwut! Hilfe! Komm! Platz! Sitz! Mach tot! Officer Parker! Bändigen Sie sofort dieses Vieh! Einstein, sitz! Einstein? Oh, sollte er mich beißen, stecken Sie bis zum Hals in Schwierigkeiten, Bürger! Moment mal! Ich kenne diese Kreatur! Officer Parker? Das ist der Streuner, der immer aus dem Zwinger ausbricht! Ich dachte, er hätte einen Maulkorb um! Ich habe ihm den Maulkorb abgenommen! Sie haben was? Ja, richtig. Er ist jetzt mein Hund. Bürger, Sie machen sich eines Verstoßes gegen die Vorschrift 357K schuldig. Parker, geben Sie diesem Rowdy unverzüglich Strafpunkte. Ich stecke diese Kreatur wieder in den Zwinger. Ja, Ma'am. Scheußliche, elende Kreatur. Keine Sorge, Eini. Wenn ich das in Ordnung gebracht habe, kannst du wieder mit Doc durch die Zeit flitzen. Nun machen Sie keinen Ärger. Es sei denn, Sie wollen Besuch von Bürger Brown bekommen. Ah. Ah, was ist jetzt hier los? Ich hab's nicht gelesen. Finden. Was finden? Ich kann nicht wissen, was er finden. Dich beide nicht sehen können. Hä? Rauchen oder saufen. Mom, jetzt wo Dad nicht zusieht. Oh, Martin, War das ein Flachmann? Flachmann? Sei nicht albern. Ich... Schon gut, Mom. Beherrsch dich einfach. Oh, dein Vater hat recht. Ich bin wieder rückfällig. Aber es war so schwer. Dein Bruder und deine Schwester waren weg. Dein Vater wurde besessen von seinen Monitoren und verlor seinen Job und... Ich kümmere mich um den Flachmann. Dad muss nichts davon wissen. Ach, danke, mein Liebling. Ich könnte es nicht ertragen, mit deinem Vater darüber zu sprechen. Wir sollten ja eigentlich unserem Vater Bericht erzählen, was Lorraine so hat. Aber diese Zeitachse nervt. Meine Eltern streiten sich wieder, Mom trinkt. Als ob alles, was Doc und ich je getan haben, um die Dinge in Ordnung zu bringen, umsonst war. Zeit, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ich glaube, wir brauchen den Flachmann, um ein bisschen für Respekt und Ordnung zu sorgen. Denn wir haben hier einen wundersamen Flachmann und den gehen wir mal eine Runde her. Hände hoch, Bürger! Stillgestanden! Das wird nichts. Hoffentlich ist da Apfelsaft drin. Warum machen Sie es nicht auf und finden es heraus? Kommen Sie mir bloß nicht frech! Ich weiß, dass Sie ein Taugenicht sind, McFly. Officer Parker, was gibt es hier für ein Problem? Bürger McFly, Ma'am. Er trieb sich mit einem 181B-Verstoß in der Tasche hier herum. Sie, junger Bürger,
Woher haben Sie diesen Fusel? Nirgendwoher. Ist er etwa frech zu mir? Ja, mir gegenüber hat er sich auch so verhalten. Können wir den Vortrag nicht überspringen und die Sache hinter uns bringen? Au! Officer, geben Sie ihm ordentlich Strafpunkte. Was den Alkohol betrifft, ab damit in die Recyclingtonne. Mit Vergnügen, Ma'am. Nun, stecken Sie Ihre Nase nicht in irgendwelche Sachen, sonst bringe ich Sie zu Burger Brown. Nun, wie sollen wir jetzt noch weiterfahren? Ich habe keine Ahnung mehr, aber was ich weiß ist, die Folge ist zu Ende und wir sehen uns in der weiteren wieder. Bis dann, adios und wir sehen uns.